Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit den Briten hier im Jahre 1608. Wir schreiben den 19. Februar und ja, wir bereiten uns langsam aber sicher vor zur Ostoffensive gegen unseren guten alten Bekannten, unseren Rivalen, den Osmanen, der momentan ja selbst im Krieg ist gegen Persien und Nogai und ja, da hoffentlich seine Truppen schön aufreibt und wir werden ihn von der Westflanke attackieren, so zumindest der Plan. Ja, der Osman verbündet mit Holstein, Malakka und Delhi. Holstein dürfte relativ problemlos zu erledigen sein. Eine Provinz hier oben, ne, Holstein ja von uns, meine ich, sogar freigelassen worden in einem Dänemark-Krieg. Na, die sollten uns eigentlich in den Hintern kriechen und dankbar sein. Genau, hier friedlich aus Herrschaft entlassen, ne, aber die werden vermutlich gegen uns mit in den Krieg ziehen, die Kollegen. Ja, und da gilt es, sich entsprechend vorzubereiten. Ja, wir haben hier ja noch unsere kleine Flotte am Start. Ne, habe ich nicht vergessen. Da könnte man vielleicht auch ein paar Truppen hinschicken. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Bin ich noch am Überlegen, was wir auf jeden Fall machen können im Vorfeld. Wir haben ja noch schließlich ein bisschen Luft hier bei der Reserve. Aber nicht bei der Reserve, sage ich schon. Beim Einheitenlimit. Also wir könnten hier noch 17.000 Mann in Lohn und Brot nehmen. Da könnte ich mal so diese Vorlagen ausprobieren, die mir der Kedra ans Herz gelegt hat. Man kann hier Vorlagen erstellen für eine Armee zum Beispiel, dass ich sage, ich hätte gerne 5 Artillerie, 2 Pferde und, oder sagen wir von mir aus 6 Artillerie, 6 Infanterie und 2 Pferde. Dann sind es 14.000 Mann im Endeffekt. Die kosten uns bei der Aushebung 261,29 Dukaten. Man sieht ja den Unterhalt, man sieht, was wird uns das von der Rekrutenreserve her kosten und man sieht auch, wie lange wird es ungefähr dauern, bis die Truppen ausgehoben sind. Man kann ja sehr wohl unterscheiden zwischen den regulären, also den eigenen Truppen, als auch kann man hier Söldnervorlagen erstellen. Die allerdings kosten dann natürlich deutlich mehr Geld, weil ja auch gerade vom Balancing her die Söldner etwas teurer gemacht wurden. Thema Aushebung und auch der Unterhalt. So, dann nennen wir das jetzt einfach mal, geben wir dem Kind einfach mal einen Namen. 626 14k. Lass mal gleich wissen, also 626 ist die Aufteilung, 14.000 in Summe, speichern wir, zack. Hallo, speichern. So, und dann kann ich die jetzt anklicken. Und jetzt kann ich die halt irgendwo bauen lassen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte die in London ausheben und dann müsste, wenn ich das richtig verstanden habe, müssten die umliegenden Provinzen und alle halt dafür sorgen, dass diese Einheiten hier produziert werden. Also ich klicke jetzt da mal auf London, zack, dann habt ihr jetzt gesehen, wo das Zeug gebaut wird. Hier wird die Artillerie gebaut, hier wird die Infanterie gebaut, ne? Und so wird das, dieser Bau auf diese Provinzen verteilt. Es wird sehr wohl auch hier unterschieden, okay, das ist Festland hier drüben, das ist dann die britische Insel. Ne, nachdem hier keine Landverbindung ist, wird das halt alles da drüben produziert. Also so funktioniert das wohl relativ simpel. Dann wurde mir nahegelegt, Manufakturen. Und zwar ging es da um die Institutionen, also vorausgreifend. Die Manufakturen, genau hier nämlich. Produzierte Güter im Land, Inland plus 10%. Wird im Jahre 1650 wohl kommen. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen: Schiffsausstattungsmanufaktur, Waffenmanufaktur, Textilmanufaktur, Plantage und Handelsposten. Das sind wohl Dinge, die den Fortschritt, die Förderung der Institution vorantreiben, offenbar. Und deswegen hat er gemeint, der Zocker 91, glaube ich, ne? Also ich hoffe, ich habe jetzt mir den Namen richtig in Erinnerung gerufen. Der hat gemeint, ich sollte das mal machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir hätten hier ja auch nur einen Slot frei, in London zum Beispiel. Also wir sagen, wir pushen hier eine Plantage zum Beispiel. Ne, das sind diese verschiedenen Manufakturen hier unten. Also wir sagen, wir hauen hier eine Plantage rein für Getreide. Genau, kostet schlappe 475 Geld. Aber gut, wir haben es ja aktuell. Ne? Bauzeit 60 Monate. Handelsgüter plus 1, monatliches Einkommen wird gesteigert. So, okay, also das ist erledigt. Und irgendwo haben wir hier doch auch Schiffszubehör.
Da hätten wir Textil. Wir brauchen natürlich auch noch freie Bauplätze, ist auch logisch, ne? Können wir da was machen? Genau, da können wir eine Waffenmanufaktur bauen. Also, kloppt man da eine Waffenmanufaktur rein. Gibt es für Fisch auch eine Manufaktur? Schiffsausstattungsmanufaktur. Für Fisch. Oh ja, okay. Fisch zählt auch. Gut. Alles klar. Was fehlt denn noch? Textil haben wir schon. Waffen. Schiff. Handelsposten, ne? Das fehlt doch noch. London haben wir beauftragt. Plantage. Ach, hier wird die Infanterie gebaut. Ja, ja, das habe ich. Oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis, Alter, echt. Mein Kurzzeitgedächtnis. Das schauen wir anders mal an. Alles klar. Also, ich habe auf jeden Fall die Botschaft verstanden. Alles gut. So. Ja, Holstein, genau. Dann nehmen wir diese Schiffe und positionieren die hier schon mal hier oben im Öresund. Ne, und blockieren die Kollegen hier von der Seeseite. Heißt, die kommen hier schon mal nirgendwo hin. Hoffentlich zumindest. Genau, die düsen los. Okay, prima. So, dann. Was wollte ich noch? Ich wollte noch ein paar Truppen holen, gell? Ja, das war, glaube ich, der Plan. Irgendwas war der Plan. Ich wollte ein paar Truppen holen. Ich habe doch noch da oben Schiffe, oder? Irgendwo hatte ich doch Schiffe. Oh Gott, ey, Hilfe. Ah ne, das habe ich schon gemacht. Genau, die habe ich schon runtergekarrt. Okay, nee. Alles gut, sorry, ich bin gerade ein bisschen planlos. Also, wie sonst halt auch immer. Ist erledigt. Wir sollten gegen den Osman definitiv noch ein Spionagenetzwerk aufbauen. Einfach, dass wir einen Belagerungsvorteil haben. So, wie sieht es bei unseren Kollegen aus? Ja, Leon ist ein bisschen unentspannt, so wie es aussieht. Da müsste man auch mal wieder ein bisschen diplomatisch Bauchpinseln. Habe ich so den Eindruck. Und bei unseren Untergebenen. Kuba, Britisch-Brasilien, die sind alle nicht unbedingt so gut auf uns zu sprechen. 48 Freiheitsstreben, jetzt ist gerade wieder nach unten gegangen. Eingeborenen Aufstand, wunderbar, sehr schön. Ne? Das sind die Dinge, die braucht man unbedingt. Was hätten wir hier? Nationale Entscheidung, aktuelle Religionsverbreitung. Unruhe plus 1, Missionarstärke. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben Papsteinfluss, kann ich noch nicht investieren, genau. Wir haben 22% Chance, Papst zu werden. Genauso viel wie der Kirchenstaat. Also mit ein bisschen Glück und Gottes Hilfe, ne, könnte das vielleicht sogar was werden. Handelsschutz, Kriegsgrund gegen Hamburg. Super, ja, mein Gott. Diese ländigen Freibeuter. So, und da seht ihr jetzt auch hier, wie die Einheiten quasi nach London gezogen werden. Wer bist du? Ach, ihr seid die restlichen Schiffe oder was? Ach, ihr solltet doch eigentlich... Genau, stimmt, ihr solltet doch eigentlich darüber, ne? Ihr solltet... Der Bau war noch nicht fertig, okay. Genau, wir haben ja dann eine große Flotte nochmal ausgehoben. Ach, schön, wenn man sich das so anschaut, wie so ein, diese Vorlage erstellt wird. Schön. Aber da fehlen, glaube ich, noch ein paar Einheiten, ne? Ja, ja, die anderen heben gerade noch aus. Ach, hier werden noch weitere Schiffe gebaut. 7000. Was? Privilegien gewähren? Ja, okay, von mir aus. Admin-Punkte haben wir sowieso gerade übrig. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Punkte verschenken. Zermürbung? Heuer, wo gibt es Zermürbung? Flottenzermürbung? Ach, hier drüben, okay. Ja, unser Kolonist, der kommt halt noch nicht an, ne? Das ist so das Problem. Also, wenn wir die Truppen hier mal schnell anlanden lassen. Zu lang bewangen, okay, interessant. So, und hier drüben wollen wir mal kurz zu, genau, unserer kleinen Kolonie switchen. Und dann werden wir langsam aber sicher anfangen, beim Osman bis Gott zu sagen. So, Papstanfluss erhöht, jawohl. Waffenstillstand mit Kirchenstaat beendet, sehr lustig. Der könnte langsam mal umfahren, der Kollege von Aragon, ne? So als
Naja, moralische Unterstützung. Da würden wir uns freuen. Wenn sich der verabschiedet, jetzt haben wir hier 7000 Mann stehen. Okay. 626, da fehlt aber noch was. Na, da müsste noch was gebaut werden. Da müsste noch was produziert werden, hallo? Oder ausgehoben werden, wie auch immer. Irgendwie hat das nicht funktioniert, ne? Finde ich jetzt mal. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Was ist mit euch los? Ach, ihr fahrt alle da runter, okay. Irgendwie hat das nicht funktioniert, Leute. Mit dem Ausheben. Was habe ich jetzt da für einen Fehler gemacht? Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Ich habe es doch einmal richtig angeklickt. Naja, was weiß ich. Keine Ahnung. So, da sind unsere Handelsschiffe. 4 Galeeren, 12 Transporter. Die sind schon mal hier. Heißt, müssten das Schiff dann oder die Schiffe von Holstein blockieren. Wobei, die sind da oben. Die, naja, da stehen sie natürlich gut. Ein Handelsschiff haben sie. Okay, das dürfte nicht allzu problematisch werden. Ja, dann werden wir mal ganz dezent den Krieg erklären, hätte ich gesagt. Ne? Wir brauchen einen Anführer und am besten nicht unseren James, sondern dann nehmen wir unseren William Tudor. Genau, sehr gut. Ja, James ist 34, der William ist 28, also eigentlich nicht gut, wenn die so nah beieinander sind vom Alter her. Und ich meine, so toll ist er von den Werten her jetzt auch nicht. Ne? Also, naja, ja, könnte schon mal noch was versehentlich passieren und so. Nennt man das jetzt aktive Sterbehilfe? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. So, Freunde, wir erklären den Krieg. Aragorn ist dabei, jawohl. Achso, erstmal Kriegsgrund auswählen, gell? Ja, wir wollen Konstantinopel. Genau. So, Aragorn ist dabei. Ungarn macht mit, aber nur gegen entsprechende Landversprechung. Das war ja schon davon auszugehen. Da drücken wir drauf, was hat Russland für Schwierigkeiten? Ach, die haben 1600 Schulden, ja sauer. Respekt. Die Russen, die haben irgendwie noch nie wirklich mitgemacht, großartig, gell? Wobei einmal haben sie, glaube ich, mitgemacht. Da ging es nicht so gut aus. Oder täusche ich mich jetzt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir müssen alles selber machen. So wie immer halt. So, der geht darüber, ihr geht nach Konstantinopel. Ihr geht runter. Genau. So. Auf geht's, Freunde. Es geht wieder los. Genau. 80 Schiffe kloppen sich hier mit 54 vom Osman. Sind aber die meisten. Viele sind Transporter. Genau. Oh, da sind einige abgehauen. Sehr gut. Ein Großschiff ist kaputt. 4 Galeeren sind kaputt. Sehr gut. So. Wieder zurück. Kurz reparieren lassen. Eine Galeone von uns jetzt fast erwischt. Kreuzzug? Oh, ein Kreuzzug. Aragorn hat einen Kreuzzug ausgerufen. Sehr schön, sehr clever. Ne, die haben gemerkt, wir gehen in den Krieg. Brav, Aragorn, ihr seid richtig gut. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. So, das sind 5 Handelsschiffe vom Osman. Die werden von Aragorn zerdübelt. Das ist gut, da kommt Ungarn, da kommt Österreich. Ich glaube, die Truppen können wir stehen lassen. Hier oben ist Holstein. Die schauen jetzt dumm, gell? Die kommen nämlich nicht weg. Okay, die haben 7000 Mann. Da muss ich mich jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr fürchten. Hoffe ich mal zumindest. Na, schauen wir mal, was da unten passiert. Konstantinopel. Na, das wird dem Osman richtig wehtun, diese Provinz, wenn er die verliert, weil die ist top ausgebaut. Die ist top entwickelt. Und der Osman hat jetzt wieder das Problem, dass er an 2 Fronten kämpfen muss. Ui, er ist schon auf Level 17 hoch. Sapperlot. Aber wir können nachziehen. Minus 5. Wir haben hier nur plus 8. Also das geht, weil wir nicht die Institution gefördert haben. Ne? Was bringt es denn? Weitere Staaten plus 5. Admin-Effizienz, das kommt natürlich sehr gut. Ja, da brauchen wir weniger Admin-Punkte für Kernprovinzerstellung und sowas. Was haben wir hier? Merchantman. Neue Schiffe und Militär gehen wir auch nach oben. Jawohl, jetzt sind wir wieder
frisch am Start. Sehr gut. Ja, und jetzt brauche ich auch die Institution nicht mehr fördern. Für 3000 Geld, sondern das kann ich mir jetzt richtig schön sparen. Ja, das wird alles von alleine gehen. Genau, das geht alles von allein. Sehr schön. Sehr gut. Hatte hier eine Viererfestung drin eigentlich? Nee. Das ist, glaube ich, eine... Ja, genau, das ist eine Zweierfestung. Ha, sein Fehler. Oh je. Unser Militärmuckel ist tot, aber wir haben ja zum Glück den nächsten, den Arthur Herbert, genau. Plus 10, Moral, sehr gut. Und da, die tapferen Truppen hier. Jawohl, Österreich macht auch so Teppichbelagerung. Sehr schön, Ungarn ist hier mit am Start. Ein Traum, da kommt Aragorn auf Korfu. Oh, Osman, das wird böse, glaube ich. Mai ist selbsterhaltend. Aha, unser Sprungbrett nach Asien, sehr schön. Starten, genau, starten hieß es auch. Da muss ich ein bisschen was machen. Starten. So, ja, was müssen wir denn machen? Was können wir denn machen? Nizza. Da gehört das hier dazu. Da müsste ich hier mich, das ist, Toskana ist das, gell? Ja, ja, genau, das ist die Toskana, verbündet mit... Ja klar, mit Polen, Litauen, Frankreich und Venedig, also, ne, mit der halben Welt, sehr schön. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Nabur und Toulouse. Das gehört auch noch dazu. Hier sehe ich es ja, wie viel wir haben davon. Avignon, Kirchenstaat. Ach, das ist alles so... unschön. Einfach nur unschön. Hier oben, da mache ich es auf keinen Fall. Das lohnt sich überhaupt nicht. Unten könnte man drüber nachdenken. Ceuta und Tanger. Da können wir, denke ich, mal eins draufdrücken. Ja, ja, jetzt kommen sofort die Stände wieder und halten die Hand auf. Ja, komm, hör doch auf. Ich muss ja lachen. So, hier machen wir auf jeden Fall auch was, weil da wollen wir ja auch Provinzen haben. Hier zum Beispiel Konstantinopel und Kirkilise oder wie man das auch ausspricht, keine Ahnung. Da drücken wir auch einen drauf, weil Konstantinopel wollen wir auf jeden Fall. Okay. So, sollte erstmal reichen. Jawohl, läuft. So, jetzt zu wenig Sitze im Parlament. Oh Gott, super. Zu wenig Sitze im Parlament. Okay, irgendeine Schimmelgammelprovinz. Moment. Ja, hier, komm. Na, da ist der Klerus drin, da geht's nicht. Es geht nur bei Provinzen, die keine Stände haben. Hier zum Beispiel. Das, genau. Ihr kriegt den Sitz. Da, hier, schaut, zack. Alles gut. Stände, der Klerus. Wer sonst? Ja, dann kriegt ihr halt Navarra, schau. Na, jetzt ist Ruhe, genau, so schnell geht's. Also schon sind alle zufrieden und glücklich. Holstein, was macht Holstein? Ja, Holstein besetzt hier oben unsere Provinzen, die spinnen wohl. Muss ich da jetzt hinlaufen? Kann ich natürlich nicht, gell? Kein Durchmarsch. Recht. Ach, jetzt werden auf einmal weitere Einheiten hingeschickt. Okay, ich verstehe es zwar nicht. Wo werdet ihr ausgehoben? Sind die hier irgendwo in der Warteschlange vielleicht? Die sind eingereiht. Jetzt lebt. Das ist der Grund. Die sind eingereiht. Okay. Alles klar. Dann wird es sehr wohl produziert. Dann habe ich da nichts falsch gemacht. Alles gut. Kernprovinz. Edirne. Kann ich nicht wahrscheinlich, oder? Genau, wir sind im Krieg. Da geht es nicht. Wieder was gelernt. So, okay, jetzt hören wir auf hier mit der blöden Reparatur. Wir machen hier weiter. Genau, wir gehen mal darüber und hauen die Schiffe weg, die jetzt feige wie sie sind, sich einfach verbröseln. Aber zumindest kriegen wir jetzt einen Belagerungsbonus. Ne, dieser Malus, der fehlenden Seeblockade, der ist weg. Hier oben ist fast alles durch, ne? Sehr schön, hier unten sind wir durch. Alles gut.
So, dann. Zack, zack. So, okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Der Rest geht nach Mazedonien. So. Der Osman hat uns embarkiert. Oje. Wie traurig. Kolonialismus, Kriegsgrund gegen die Mamelucken. Sie haben Kolonien nahe der unseren. Das muss da drüben sein. Genau, hier nämlich. Also, hier ist der Kolonist jetzt endlich angekommen. Handelshaus, das mit dem Handel muss ich mir ja auch mal genau anschauen, was wir hier vielleicht machen können. Da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ich habe im Moment andere Sorgen. Wir haben einen Kolonist frei, sehe ich gerade. Den stellen wir hier hin. Auch wenn es heißt, brauchst du noch gar nicht. Richtig, brauche ich noch gar nicht. Aber dann hätten wir hier direkt den Anschluss schon mal. Ne, den Landanschluss und könnten vielleicht Ansprüche fingieren und so. So, wo ist der Osman? Da oben ist der Osman. Wie viele Truppen hat er denn so eigentlich? So, ach ja, mei, so 140.000 Mann, okay. 150.000, sehr schön, inklusive natürlich Bündnispartner, darf man nicht vergessen. Der Kirchenstaat zahlt die Schulden von Burgund, wie großzügig. Das nenne ich mal spendabel. Hut ab. Oh. Also ich habe hier nur Kanonen gehabt und die haben die Burschen weggehaut. Das finde ich ja lustig. Nur Kanonen sollte man nicht machen, gell? Sollte man nicht machen. Wisst was? Wir heben hier noch zwei Regimenter aus da unten. Okay. Konstantinopel ist unser, Leute. Große Seeschlacht. 27 bereits demoralisierte Kollegen des Osman verlieren zwei Großschiffe und verbröseln sich. Tja. Kann ich irgendwie verstehen. So, hier unten gibt es auch Schlacht. Moment, da muss ich hin. Da muss ich mitmachen. Naja, wenn hier die Osman-Flotte zum Feinden kommt, genau. Die bashen wir weg. Was? Handelsgutproduktion hat sich zu Getreide verändert. Ja, mei, ja, mei. Da unten ist alles erledigt. So, ihr Vorrücken nach Edirne, bitte. Wir haben zwei Transporter verloren. Ja, mei. Wobei, das waren nicht unbedingt wir, ne? Das müssen nicht unsere gewesen sein. Nee, waren nicht unsere. Okay, Flotte zurückschicken, reparieren. Ja, immer mal wieder schauen, dass die eigene Flotte dann auch repariert ist. Okay. So, oh, irgendwo hat es jetzt gerade gescheppert und ich habe es wieder recht sinnfrei weggeklickt. Das war nicht gut. Wahrscheinlich hier unten, oder? Ja, nicht zwingend. Moment. Du gehst da hoch. Wo hat es jetzt gescheppert? War das hier? Nö, auch nicht. Keine Ahnung. Euch schicken wir mal wieder da runter, dass ihr zur Not dann die Einheiten mitnehmen könnt. Diese Franzosen! Eieiei. Na, hier oben da will niemand. Ich merke schon. Nördliche Teil von Südamerika, da will niemand irgendwas. Hier, der Kastilien, das ist mir auch noch ein kleiner Dorn im Auge. Da sind wir gut dabei. Was macht ihr eigentlich so? Ah ja, ihr seid mit von der Partie, okay. Ja, die 13 Kolonien kolonisieren hier sauber weiter. Aber dass sie hier mal in Anspruch fungieren, gell, da hat keiner irgendwie Lust und Laune. Nö, überhaupt nicht. Ach komm. Ihr seid echt komisch, ihr habt von uns gar nichts gelernt. Ach, schau mal, wer da kommt. Der Osman kommt durchs Hintertürchen. Habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich. Seit wann gibt der Russe dem Kollege Durchgangsrecht? Wie blöd ist denn das? Der kommt mit 26.000 Mann durchs Hintertürchen. So, okay. Dann müssen wir mal im Auge behalten, den Burschen, ne? So, was hätten wir da? Fischschmuggel! Forderung schicken. 13 Kolonien bekommt 5% Freiheitsstreben. Oder wir sagen minus 5 Zoll. Ne, minus 1% Zollwert und minus 5% Freiheitsstreben. Okay, Moment. 13 Kolonien. 37.
Okay, wenn ich jetzt selber den Zoll reduziere, also kann ich bloß erhöhen oder was? Das ist ja doof. Ich kann nur den Zoll erhöhen, ich kann ihn nicht reduzieren. Das ist ja spannend. Warum kann ich den Zoll selber nicht reduzieren? Warum geht das nicht? Macht das Sinn, ganz ehrlich, Leute? Bin verwirrt. Kann ich das hier vielleicht übers Diplomatiefenster? Kriegsandrohung, genau, sehr schön. Wirtschaftsmaßnahmen. Nee. Nee. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich hier doch, auch wenn ich den Zoll erhöhe, dass ich dann auch den Zoll runtersetzen kann. Aber so wie das aussieht, kann ich das hier nicht. Nö. Ach, doch, Haubi, schau mal hier. Genau, ich habe es gerade noch gesehen. Eine Laufleiste gibt es hier. Ah, sehr schön. Ah ja, das kostet 25 Admin Power. Um die Preise um 5% zu senken. Hierdurch sinkt das britische Freiheitsstreben um 5%. Wenn ich jetzt sage Zoll aufheben, geht der Zollwert um 1% runter. Also günstiger, dann mache ich das. Dann mache ich das. Genau, Zölle plus 24. Also dann ist es über das Event offenbar besser, als wenn man das selber präventiv macht. Ja, wieder was gelernt. Ja gut, Freunde, aber wir sind schon wieder sehr fortgeschritten, sehe ich gerade, ne? Deswegen würde ich sagen, wir halten den Osman hier weiter im Auge, ne? Drauschau wem. Und ja, wir werden beim nächsten Mal weitermachen hier mit unserem Feldzug Ost, mit unserem Kreuzzug. Ich bin gespannt. Ich sage danke fürs Dabeisein. Vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.